Ich habe den eingeladen, den Sie jetzt in den ersten 2 Minuten erstmal im Film vorgestellt bekommen. Und er ist schlicht und einfach der größte Star, den das deutsche Fernsehen hat. Mein Name ist Thomas Gottschalk. Danke. Dafür kann ich mir wirklich nichts. Guten Abend. Herzlich willkommen. Da sieht man mal, was aus einem Menschen in 4 Jahren werden kann. Bayern 3, Club 15. Bayern 3 präsentiert Thomas Gottschalk. Aus diesem blonden Jüngling wurde eine ganze Menge. Radio- und Fernsehmoderator, Entertainer, Schauspieler, Fernsehmozart, Charmprinz, Showtitan. Ein kecker Held, der aufs Glück vertraut. Glück hat Gottschalk. Schlagfertig ist er, geistreich und charmant. Ein bisschen frech, aber nie zu viel. Leider kennen wir diese Mönche bei uns nicht, aber es gibt die eine oder andere Ausgabe. Hier hätte ich ein schönes Beispiel. Mal kurz gucken. Scheiße. Mit der Sendung Wetten, dass hat Gottschalk seine Entsprechung gefunden. Eine Art großer Kindergeburtstag mit Weltstars. Garniert mit allerlei skurrilen Wetten. Autos umpusten, verschiedene BHs ertasten, 20 Fliegen innerhalb von 100 Sekunden fangen oder Babyschnuller am Geschmack erkennen. So einem verzeihen wir natürlich alles. Naja, fast alles. So zelebriert der Unterhaltungspapst souverän das letzte Hochamt des deutschen Fernsehens, zu dem sich alle einfinden. Und auch alle hier in Baden-Baden. Herzlich willkommen, Thomas Gottschalk. Baden-Baden ist so eine Art Heimspiel für dich, ne? Ja, hoffe ich. Schade, dass du die Jacke ausziehst, die sah so schön aus. Ja, eben. Vor allen Dingen von hinten. Eben, das ist... Gell, Frank, du siehst, es sind doch Möglichkeiten, sich zu steigern, klamottenmäßig für dich. Ja, nachher habe ich da noch so einen kleinen Abschnitt in der Sendung, da zeige ich mal, was du so alles getragen hast. Ich muss dir wirklich sagen, dazu gehört schon Mut. Manches möchte ich auch nicht wiedersehen. Aber auch eine Frau, die dir das einredet, oder? Nein. Die erste große Legende meines Lebens, dass ich, armer Sack, mir immer das anziehen muss, was meine Thea mir aufs Bett legt. Ich gehöre nicht zu diesen Männern, die sich die Sachen rauslegen lassen. Ich bin für meinen schlechten Geschmack gerne selbstverantwortlich. Wunderbar. Und damit ist Thea für alle Zeiten auf jeden Fall beruhigt. Meine Damen und Herren, ich möchte mit diesem großartigen Meister beginnen in seiner Jugend und möchte Ihnen ein paar Bilder zeigen, als der große Gottschalk noch ein ganz kleiner Gottschalk war. Und da dieser Film nicht richtig kommentiert ist, möchte ich dich herzlich bitten, so ab dem 3. oder 4. Bild den Kommentar zu übernehmen. Gut, ab da konnte ich sprechen. Okay. Hans Gottschalk, vertrieben aus Schlesien, war Rechtsanwalt, ein Konservativer. Mutter Rutila Gottschalk, auch sie christlich-konservativ. Ausgerechnet an Christi Himmelfahrt war es dann soweit. Thomas Gottschalk kam in Kulmbach zur Welt. Am 18. Mai 1950. Ein Wonnebrocken. Ja, also man sieht, ich habe früh Verantwortung für meine kleinen Geschwister übernommen, habe furchtbare Klamotten schon immer getragen, Häkelbadehosen, war ein Kampfschwimmer in frühen Jahren. Und die Locken hat man dann schon langsam also erkennen können. Da habe ich mein erster großer Showauftritt und dann selbstverständlich sofort Frieden im Schoß der Kirche gefunden. Ich bin der Rechte mit dem Weihrauchfass. Meine erste Filmrolle als Statist, Die Freier hieß das damals. Ja, mit diesem Foto habe ich mich für den Bravo Boy beworben, aber wie man sieht, konnte das nichts werden. Da war gerade schwere Aknephase. Erzähl uns was von deinen Geschwistern. Von meinen Geschwistern? Ja, Frank, es ist so, dass ich immer sage, sowohl Kinder als auch Geschwister, der Christoph hat sich ja selber aufgrund seiner Werbepartnerschaft mit mir da so ein bisschen in die Öffentlichkeit begeben. Aber ich sage, ich bin der ich bin, natürlich durch meine Familie geworden, versuche aber die Familie aus meinem Geschäft so gut wie möglich rauszuhalten. Das liegt daran, dass ich sage, alles, was ich im Fernsehen treibe, was ich am Samstagabend treibe und die dummen Sachen, die ich hier oder woanders erzähle, dafür bin ich verantwortlich. Ich ziehe ungern die Familie mit rein, weil ich auch
Das ist nicht Eitelkeit, dass ich sage, ich lasse da keinen anderen neben mir zu Wort kommen. Aber ich glaube, du hast nur dann eine Chance, in unserem Leben richtig glücklich zu werden, wenn du sagst, es gibt Bereiche, wo ich niemanden ranlasse. Und deswegen versuche ich, meine Familie, aber eben auch, soweit es geht, Geschwister, Tanten, Onkels außen vor zu lassen, um zu sagen, also wer sich für mich interessiert, der kann das am Samstagabend, wenn ich im Fernsehen bin, gerne tun. Und wenn ich bei dir sitze, erzähle ich das, von dem ich glaube, es gehört dazu, mich zu verstehen. Meine Eltern beispielsweise, also Gott hab sie selig, sie leben beide nicht mehr, haben sicher sehr viel damit zu tun, was aus mir geworden ist, weil sie mich in einer Art von gesamtpositiver Situation haben groß werden lassen können. Es war nach dem Krieg, also mein Vater war Rechtsanwalt in einer popligen kleinen Kanzlei in Kulmbach in einem oberfränkischen Nest. Also das war Mittelstand und der hat mit Null angefangen und wie alle damals. Und sicher ist auch vieles, was ich heute anderen voraus habe, eben dadurch gekommen, dass ich absolut behütet in jeder Form als Kind überhaupt keine negativen Erfahrungen gemacht habe. Ich habe mich, wenn es mal eitrig wurde, durchgequatscht und habe, was Schule betrifft, was Familie betrifft, eigentlich nur Positives erlebt. Allerdings war ich ein furchtbar schlechter Schüler. Ich habe also damals schon angefangen, auch in für mich widrigen Situationen Spaß haben zu können und sagst nicht zu verzweifeln. Sagst du das jetzt so mit dem schlechten Schüler? Ich meine, du Lehrer geworden. Nein, ja, die meisten schlechten Schüler werden Lehrer. Ah. Nein. Ich war wirklich ich prahle damit nicht, also ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, der ein Sechser in seinem Abitur stehen hat. Also Mathematik hatte ich 6, habe es dann ausgeglichen mit Deutsch und ja, so habe ich mich durchgewurschtelt, immer ausgeglichen mein ganzes Leben lang. Gut, ich respektiere natürlich, dass du die anderen nicht in die Öffentlichkeit ziehen willst. Ich habe Ähnliches auch in meiner Familie erlebt. Ich weiß, dass deine Schwester eine sehr lustige, wunderbare Frau ist und dein Bruder trotz alledem ist ja mit dir in die Öffentlichkeit gegangen. Es gab die Klitschkos und es gibt die Gottschalks, das heißt, ihr habt sehr viel Werbung gemacht. In manchen Filmen sieht er besser aus als du. In manchen, ja. Aber Gott sei Dank fragen, immer die Leute, mein Bruder, wie viele Jahre sind sie denn älter als ihr Bruder? Sag mal, die Geschichte mit Haribo. Ja, hätte dir eigentlich solche Gummibärchen hier herstellen sollen. 2 Stunden halte ich ohne aus. Wirklich wohlfühlst. Hat die damit zu tun, dass du als Kind nicht genug zu naschen gekriegt hast? Nee, die sind ja auf mich zugekommen. Ich bin durchaus also ein Freund von Süßigkeiten, bin aber jemand, der natürlich sagt, und das ist auch für eine Figur, die Werbung macht, man sollte seine Kinder weder mit Gummibären noch mit Pommes großziehen, aber die Welt geht auch an den Gummibären nicht zugrunde. Und ich sage, wenn ich für irgendetwas Werbung mache, muss ich diesem Produkt auch wirklich positiv verbunden sein. In dem Fall ist es so. Und ich habe natürlich, ähnlich wie der Hans Riegel Bonn, also Haribo heißt ja Hans Riegel Bonn, also dieses Prinzip Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso, gilt auch für mich. Und insofern war das eine Ehe. Inzwischen stehe ich mit dem Ding im Guinness Buch der Rekorde. Ich glaube, es hat noch nie jemand gegeben, der für ein Produkt länger Werbung macht als ich. Hast du immer Hochdeutsch gesprochen? Ich kann, wenn ich will, umschalten. Also ich kann Oberfränkisch, ich kann, wenn es sein muss, also auch Schlesisch. Also Oberfränkisch ist aber eine ganz andere Geschichte. Ich meine, wenn ich da bin, wenn ich in Kulmbach bin, meine alten Freunde, der Kulmbach hat einen ganz bestimmten Humor. Ich habe da ein Klassentreffen gehabt, da bin ich also dann hinmarschiert, nicht wahr? Und da saß die gesamte 11. Klasse, saß da an so einem Tisch und sagte Herbert Feißl, ja, da schau her, der Gottschalk, sag immer, für die hätten wir ja gar nichts mehr. Also das ist so der fränkische Humor. Und habe dann, was allerdings noch, der Kulmbacher Dialekt ist was Besonderes, aber das Schlesische, das stirbt ja völlig aus. Und nachdem ich also noch bei den Tanten den Ratibeurer gelesen habe und also auch als Lerge in der Schule, habe ich also ein bisschen Oberschlesisch, kann ich also noch ein echter Pierron. Erzähl uns eine Geschichte auf Oberschlesisch. Ach na, das ist, also ich glaube, dass die Generation ist ausgestorben, sich an oberschlesischen Geschichten erfreut. Aber vielleicht gibt es ja noch in deinem Sendebereich. Deine Karriere hast du... Das ist eine seiner freundlichen Attitüden, ist doch zaubert.